Wissen Sie, die Irokesen haben ihre Feinde gegessen, um ihre Kraft aufzunehmen. Broil Bone Jim, Triebtäter Kannibalen. Man sagt doch, Liebe geht durch den Magen. Man sagt doch, Liebe geht durch den Magen. Oder? Okay, dann gilt das gleiche auch für Hass und ich hab unbändigen Hunger. Meine Speiseröhre platzt von all dem Studentinnenfutter. Asche auf dein Haupt und eine leichte Prise Pökelsalz. Ich schlachte aus dem Stammbaum deiner Schweinsfamilie für deinen Schmalz. Ich steh auf Käfighaltung hinter Gitterstäben und bediene ich mich an Nervennahrung, es ist Hirngewebe. Aus der blitzblanken Edelstahlküche mit ein paar wenigen Tischrammen und Schädelabdrücken. Ja, das kommt vor, wenn sich die Mahlzeiten nicht wehrlos ergeben. Dann macht sie das Vikuronium zu Querschnittsgelähmt. Denn doch immerhin sorgen ihre Phobie-Reaktionen im Fleisch für ein paar vorzügliche Cortisol-Aromen. Ich mach aus Hypophysen Suppen Gemüse und kipp die Reste in den Müllvernichter unter der Spüle. Denn ich will nur deine besten Teile supplementieren und mich nicht zwingen, irgendeine Scheiße runterzuwürgen. Ich servier auf dem Dinett nur delikate Hauptgänge für zum Krottenfinale in Dessertschalen Augäpfel. Und das alles auf einem Silberservice. Kannibalismus ist die höchste Form der Philanthropie. Bro und Jim sind die Menschen von den Straßen und schneiden sich aus ihren Körpern Ländern und Pastrami. Tapieren auf der Teflonplatte sämtliche Organe deines Ernährungsberaters. Wir sind exokannibalisch. Broil Bone Jim ziehen die Menschen von den Straßen und schneiden sich aus ihren Körpern Lenden und Pastrami. Flabieren auf der Teflonplatte sämtliche Organe deines Ernährungsberaters. Wir sind exokannibalisch. Schneiden uns Filets aus deinem lebendigen Leib und machen draus Carpaccio für ein Dinner zu zweit. Aber noch sind wir zu dritt, denn solange du noch am Leben bist, saffen wir uns rotfein ab durch einen tiefen Lendenschnitt. Wir keine Servietten, wir nutzen deine Hautfetzen, dann sauen wir uns nicht ein, denn wir stehen nicht so auf. Flecken vor dem Kellerfenster stehen unsere Zaungäste und fallen Reste von der Tafel, dürfen sie sie auflecken. Wir verkleiden uns als Hebammen, wenn uns mal der Magen knurrt, warten im Entbindungsseil und teilen uns eine Nachgeburt. Die riecht zwar hart nach Furz, so schmecken tut's wie Lamm. Mein Gourmet probiert herum, ist alles, was man würzen kann. Proripper und ich sind wie Lava und Richter. Doch erklären wir das Rezept, schaust du in fahle Gesichter. Denn plötzlich wird euch klar, was das Fleisch in dem Gericht war. Die Vorhaut deines Juden seiner letzten Bar Mitzvah. Proripper und Jim ziehen die Menschen von den Straßen und schneiden sich aus ihren Körpern Lenden und Pastrami. Verlieren auf der Teflonplatte sämtliche Organe deines Ernährungsberaters. Wir sind exokannibalisch. Proripper und Jim ziehen die Menschen von den Straßen und schneiden sich aus ihren Körpern Lenden und Pastrami. Verlieren auf der Teflonplatte sämtliche Organe deines Ernährungsberater. Wir sind exokannibalisch. Proripper und Jim ziehen die Menschen von den Straßen und schneiden sich aus ihren Körpern Lenden und Pastrami. Verlieren auf der Teflonplatte sämtliche Organe deines Ernährungsberaters. Wir sind exokannibalisch. Proripper und Jim ziehen die Menschen von den Straßen und schneiden sich aus ihren Körpern Lenden und Pastrami. Verlieren auf der Teflonplatte sämtliche Organe deines Ernährungsberaters. Wir sind exokannibalisch.